Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich Pokémon Quarz. Ja, ich freut mich, dass ihr schön dafür gestimmt habt. Es war zum Schluss ganz knapp zwischen Pokémon Quarz und Pokémon X. Aber ich werde beides machen, habe ich mir vorgenommen. Pokémon X etwas weniger intensiv als Pokémon Quarz. Aber ich habe mir wirklich Pokémon Quarz jetzt vorgenommen. Als wirklich, dass ich das wirklich komplett durchspielen werde, 100% mit euch und blind zum größten Teil. Nein, es ist nicht blind. Ich habe das Spiel nämlich schon mal gespielt, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Und diese Pokémon sehen einfach mal nur so komplett anders aus. Und ich habe eigentlich gar keinen Plan, wieso. Oder wieso er die anders gemacht hat, weil er hätte, obwohl, wenn er die Welten ohne die anderen Pokémon gelassen hätte, dann wäre es eigentlich fast genau dieselbe Welt. Deswegen, eigentlich könnt ihr damit rechnen, es ist genau dieselbe Edition wie Pokémon Rubin bzw. Saphir und ja. Nein, es ist nicht natürlich, sonst wäre es ja nicht sehr sinnvoll. Wir nennen uns mal Pool. Ja, das ist mein Name. Nee, das ist natürlich ein paar Änderungen noch und es ist auch einer der bekanntesten Pokémon-Hacks mit. Aber ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, dass er gespielt wurde. Und ich bin mal sehr gespannt wieder, wie der nochmal so war. Ich kann mich nämlich nur an den Anfang erinnern. Ich hatte schon mal ein paar Parts vom Let's Play hochgeladen. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Aber sie sind... Lol, fährt der Typ echt mit uns mit? Steht uns gerade auf dem Kopf? Egal. Ja, wir sind die Bremer Stadtmusikanten. Guten Tag, herzlich willkommen in Bremen. Nee, sieht nur so aus. Guten Tag. Lol, wieso fährt der mit? Okay, egal. Also ist es doch anders. Aber die Gegend sieht genau gleich aus. Oh mein Gott, unsere Mutter hat rote Augen, sie will uns töten. Nein, gehen wir mal weg von dem ASDF-Feature. Wo war ich stehen geblieben? Ist auch als GBA-Spiel rausgekommen, das Ding. Also als Fake natürlich. Nicht so wie ein paar andere Fakes oder so, die dann halt nicht so rausgekommen sind. Aber okay. Und ich denke mir schon die ganze Zeit, ich will B drücken, aber ist B hier sogar auf... Lol, hier haben wir sogar richtige Typen, die es wegräumen, wenn ich so mache, um weiß. Ja, auf X, Y und X halt, ne, X und Y. Welche Zeit ist das? Welche Zeit ist es? Ja, jetzt übersetze ich das auch schon direkt. Nein, what time is it? Oh, ich glaube, das ist... Nein, ist nicht zu spät. Na. Verdammt, das ist ein bisschen zu weit. Halt. Und okay. Ja. Ja, es ist zu spät abends. Tut mir leid. Nein, ist auch nicht schlimm. Ich meine, wann kommt man denn anders mal zum entspannten Let's Play aufnehmen? Nie. Oh, komm schnell, guck mal, da ist irgendjemand im Fernsehen. Er hat irgendwelche Probleme. Lol, da sind ganz viele Pokémon um den lokalen Stern, naja, Prominenten. Jetzt ist mir eingefallen, das deutsche Wort ist dann auch manchmal ganz schön schwierig. Haben die also hier schon ein bisschen geändert von der Story her? Ja, Achtung, was ist los? Hey du. Ja, okay. Okay. Dann gehe ich erstmal meine Rivalin besuchen. Oh, das schickt sie mich auch wieder raus. Tut mir leid, sie ist nicht da und ich kenne dich nicht. Geh bitte, verlasse unser Haus. Wir schließen normalerweise auch nie ab, aber... Weil du so neu und fresh mit der Sonnenbrille aussiehst, du wirst sie nur vergewaltigen. Echt, sie wohnt echt im Erdgeschoss. Also, nicht im Erdgeschoss, egal, sie wohnt auf jeden Fall im Keller. Hm, was sie wohl da abends im Keller macht. Man weiß es nicht, ich glaube, sie spielt Instrumente. So laut, wie es abends immer ist. Ja. Leute, an was denkt ihr denn? Ich dachte, sie probt in der Band. Mann, was denkt ihr denn, welche mal? Egal. Ran. Sie heißt Ran. Oh, just thinking aloud. Aloud. Yeah. Well, so I have to go right now. Kisses and goodbye. Darn, I shouldn't say that. Sorry, I have to go. Ist ja auch nicht mal obvious, dass die irgendwie auf uns abfährt oder so. Vielleicht, oder es gut findet. Egal, wir hauen einfach mal ab. Gucken mal, was da los ist. Jetzt kommt wieder die geile Musik. Oh, hört euch diese Musik an. Nope. Ah,
Was sagt der? La madre que te parió, don't leave me alone, Bull. Okay. Fire Egg, Seek oder Aqua Egg. Seeg. Ja, okay. Sie sehen alle irgendwie behindert aus. Noch. Noch. Yes. Guck mal, ich habe ein Wasserei. Jetzt habe ich nämlich was anderes genommen. Wir haben Fire Egg nämlich letztes Mal genommen sonst. Die haben nämlich auch noch dieselben Sounds wie sonst, aber nur gut. Und ja, das ist ja mal locker easy mit ihm hier. Two hit down und gut. Gutes. Guat. The Barbaria, the Guat. Egal. Several can fight back anytime, no? So Pool, what do you think about Breezetown? It's peaceful if you don't go into Seaver's home. Oh, I forgot. I was about to give you a Pokemon. What about the Aqua Egg you used before? You have it just now. Das steht da falsch. Nun gut. And you make an excellent team. And you make and you have just no you have just know it. Know it, ja. And you make an excellent team. Okay, wir lesen nicht weiter vor, da kommt nur Schwachsinn raus. Aquark is your first Pokémon. Oh yeah! Wibbon will be good, Nick, isn't it? No. Pool, I want to ask you a favor. I wanted to make Pokédex like Samurai Oaks, but I can't study Pokémon. Bla bla bla. Nein, ich. Okay. Ja, ich hab keine Ahnung mit Ran und. Also, okay, ich soll erstmal Ran suchen. Duran Duran muss ich jetzt suchen. Eine Band. Und hoffentlich gibt mir meine Mutter jetzt Turbo-Treter. Nein. Verdammt, jetzt müssen wir einfach nochmal ganz geradeaus, oder? Wir machen einfach so. Lala, okay. Guck mal, so schnell geht das. Da, 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 da. Oh Mann, ist das artig. Nein, das mache ich nicht. Oh Mann. Ich glaube. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, speeden sollten wir echt nicht so oft, aber. Ich meine, was soll man jetzt anders machen? Oh mein Gott, wir haben Schnabel erlernt. The fuck? Das Blöde ist jetzt nur, dass man nicht rennen kann. Oh, warte, was denn? Hier. Nicht da drüben. Was ist denn da los? Ja, anstatt diesem Viech noch. Nee, eigentlich mag ich das gar nicht benutzen. Ich will das gar nicht, aber ich habe die Möglichkeit dazu. Das ist so blöd. Pinktown. LOL. Also die Wege haben sich auch geändert, so wie es scheint. Was denn hier, mein Freund? Er hat sein Geld da vergessen. Tja, das war aber blöd. Ja, mal sehen, ob ich da hochkomme. Na, nope. Oh, ich dachte, ich wollte gerade euch nochmal den Spielfehler zeigen. Ach du meine Güte. Ah, Schnabel. Wie hat das, wie ich das überlebt? Okay. Ich bin wieder zu Hause. Guck mal, wir kommen nicht mal raus. Haha. La 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 la. Okay, wir machen das nochmal ganz schnell. Na 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 na. Wieso brauchen wir auf einmal so lange? Ist unser Pokémon jetzt schwach geworden oder wie? Pack. Level 7. Nein, okay, das ist viel zu blöd. Okay. Ganz vorsichtig ins Gras laufen und geradeaus. Pokémon Center. Okay. Ich glaube, beim Heilen können wir etwas vorspulen. Guck mal, wie schnell das geht. Und so schnell hat man sein Pokémon wieder. Okay. Jetzt dürfen wir nicht übertreiben. Ich brauche unbedingt diese Rennerschuhe, diese Turbo-Treter. Sonst mache ich das die ganze Zeit. Ihr könnt mir glauben. Seht ihr? Seht ihr? Ich mache es immer wieder. Oh mein Gott, das Schwalbini sieht in dieser Edition so scheiße aus. Aber na gut, wir besiegen es trotzdem. Und dann. 25 XP. Okay, guten Tag. I wonder how Pool's doing. Oh, he's so gorgeous. Oh, okay, sie steht wirklich auf uns. Ja, genau. Er hat, was der Creator, Ersteller dieses Spiels, anders gemacht hat, ist, dass es hier wirklich so eine Love Story ist und nicht so irgendwie unoffensichtlich. Na, okay, bei Pokémon X und Y ist es auch schon wieder ein bisschen anders. Oh mein Gott, ist das unfair. Dieser Kampf ist so unfair. Wieso lerne ich denn aus Schnabel? Komm schon.
Okay, das ist ohne Speed und alles Mögliche. Das ist so unfair. Im Ernst. Oh. Das war viel. Okay, so unfair ist der. Ja, ich kann es nicht so sagen. Cute, strong. Danke, du beschreibst es genau mit einer Eigenschaft, die wir haben. Und zwar, wir sind nicht strong und wir sind nicht cute. Wir sind nur ein Pokémon-Trainer. Dammit. Okay, lass uns nach Hause gehen. Lol. Hey. Ja, okay. No, es ist ein Squirrel. Flying Squirrels, Squirrels, flying. Alter Mann, hat er ein Riesenlabor und von innen ist nur so klein. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. I'm working in a Pokédex. Er arbeitet in einem Pokédex. Ah, nicht an einem, sondern in einem Pokédex. Das ist, finde ich ja schön. Sind wir gerade in einem Pokédex? Nein. Then I study them and send info to your Pokédex. If you want to get a Pokémon from here, go to www.pokebox.com and I'll send you them. One of my friends, Guillermo, controls the Pokémon storage system. I created your account in it. I'm counting on you for helping me with my Pokédex. Yeah, Pokédex. Isn't that a cool name? The Pokédex. Oh, ich muss gerade an bei diesem Tagebuch da drüben an dieses verbrannte Tagebuch aus Team Fortress 2 denken. Vielleicht ist es ja. Ingame-Items. Schnell, wir müssen Ingame-Items bekommen. Nein, ich hab dich schon dreimal angeklickt. Ingame-Items. Oh, schade. Kaffee. Ingame-Items. Oh. Mädchen. Ingame-Items. Oh. Okay. Hey. Klappt das auch, wenn wir hier lang gehen? Nö. Können wir entkommen? Das ist die Frage. Okay. Nein, es ist genauso getan, dass wir ihn nicht entkommen können. Zu schade. Aber egal, sie gibt uns eh die Turbo-Treter. Und deswegen, vielen Dank, dass sie mir. Der Preis steht noch dran. Finde ich gut. Finde ich gut, das Spiel hat so einen genialen Humor, auch wenn es Spanisch ist, aber nun gut. Ich finde Spanien jetzt nicht so schlimm, ich mag nur die Fußballmannschaft nicht so. Auch wenn ich ein Trikot habe. Casillas ist geil. Casillas ist der King, aber Puyol muss mal dringend zum Friseur. Iniesta muss auch zum Friseur, bloß andersrum. Und ach komm, wir kämpfen. La la la. Frederico, la 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 la. Okay, das. Oder so. Oh. No, es ist ein Squirrel. Woher wusste ich es? Weil ich gut im Predict bin. Wieso spreche ich die ganze Zeit auf Englisch? Weil ich morgen nach England fliege. Ja, genau. Ich fahre. Oder ich fahre. Ich fliege nicht und fahre nicht. Und laufe auch nicht. Ich fahre. Oder ich fauge. Noch besser. Okay. Irgendwann muss es doch mal so weit sein, dass wir die One hitten können oder Two hitten. Das ist Level 3 Pokémon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Scrabble's flying. No, we don't want to kill them. Oh, oder doch? Wann lernen wir Aquaknarre? Das ist die Frage und nicht nur Schnabel. Okay. Was ist mit ihr los? Johnny, we didn't call those bad guys, but we now have double security in Breezy WY. Genau, WY. Was ist WY? Und schau dich nochmal an, wie schnell es im Pokémon Center geht. La 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 la. Okay, seht ihr, so schnell geht das. Ja. Ta ta ta. Oh, wir haben über noch Zeit. Sorry, dass ich so nachgucken muss, aber das ist leider so. Ich muss mir wahrscheinlich einen externen Timer mal stellen. Okay, Bären pflücken geht auch richtig schnell. Schaut euch das an. Okay. Lol? Oh, ich sehe schon. Gunther. Seit wann hat dieser Trainer die Musik? Lasst uns diese Frage einen anderen Mal stellen. Ich glaube. Wir lassen sehr. Oh, guck dir das mal an. Ich habe etwas ganz Tolles in meinen Boxershorts. Möchtest du das mal sehen? Nein. Ah. Oh.
Okay, wir machen keine One-Hits. Wieso speede? Ich wollte Trainerkämpfe sehen. Sagt mir, ob ich speeden soll oder nicht. Wenn ihr keine Trainerkämpfe sehen sollt, speede ich auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, wieso ich nicht auf B drücke. Ich muss meinen Daumen woanders hinnehmen, auf eine andere Taste. Ich darf es nicht auf der Leertaste lassen. Denn die Leertaste ist normalerweise mal wichtig. Aber okay. Okay, hier können wir auch lang. Guten Tag. Ein bisschen speeden kann man ja immer. Seht ihr? Und schon ist das ein, weiß ich, keine Ahnung, schon ist es überschnell einfach nur. Ah, ich liebe Speeden. Irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Seht ihr, Aquaknarre? Ich muss wirklich meine Leertaste. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit meiner Leertaste machen, damit ich da nicht die ganze Zeit drauf drücke. Ich will das nämlich eigentlich gar nicht. Ich muss irgendwie noch Tech-Speed ein bisschen krasser machen. Jetzt kann ich nämlich auch so rennen und denke mir so, ich sperre ihn nochmal runter, weil es hier nochmal ein sickes Item gibt. Pool found Potion, okay. Ja, okay. Ich habe eine Potion, okay, gefunden, okay. Was gibt's hier so Schönes? Eine Göre. Was gibt's hier so Schönes? Nichts. Pokémon. Ja. Ich würde mal sagen, Free Training. Okay, vielleicht doch nicht so ganz. Halt, stopp. Ist der Kleine noch ein Trainer? Das wäre mal sehr interessant, aber da können wir leider nicht lang. Hallo, Gö. Ich glaube, das stellt im normalen Spiel ein Trassler dar, ne? Wir haben fünf Pokébälle bekommen! Ja! Okay. Okay, wir dürfen es nicht down machen. Es ist wirklich ein Trassler. Oh, wisst ihr, wie ich mich gerade freue? So sehr, dass ich es fast getötet hätte. Durch Speeden. Ich darf nicht speeden. Oh mein Gott. Ein Trassler. Ich grob's ja nicht. Also im echten Leben ist es ein Trassler. In diesem Spiel ist es ein Hamlet. Eine Maus. Mohammed. Um es genau zu sagen. Ja. Ja, guten Tag. Ja, ich nenne es einfach mal Trassler. Oder Galagladis gab es nämlich dann noch nicht. Ga. La. Gladi. Nice. Ich benenne natürlich auch noch Pokémon wieder nach Abonnenten, aber da muss ich mir schon ein paar Spezielle aussuchen, sag ich mal. Oder was heißt Spezielle? Ich werde einfach die Leute nehmen, die jetzt Kommentare reinschreiben. Ich nehme nicht einfach so irgendwelche Leute oder so. Nö, nö. Ihr müsst doch schon gucken, sonst habt ihr es nicht verdient. Oh mein Gott, das Ding ist eigentlich ein Zickzack. Sowas entfällt einem auch, meine lieben Freunde, wenn man nicht speedet, dass das eigentlich ein Zickzack ist. Und dass es eigentlich scheiße ist. Immerhin ist das jetzt da. Yay! Las Weber, Las Vegas ist about to lose a Squibble. Sie wirft mich mit einem Squibble ab. Ich glaube auch, deswegen setze ich jetzt erstmal Gardner-Gladi ein. Tausch jetzt erstmal sick. Damit ich mir so sagen kann, Poke. Nein, nein, ich mach nicht Heuler B, B, nein, aus. Das ist immer schlecht, wenn man zwei Editionen auf einmal spielt. Dann konzentriert mich mal. Konzentriert man sich auf andere Knöpfe. Ja, meine lieben Freunde, wir müssen langsam sprechen, weil der nette Pool-Movie-Elf sich sonst verhaspelt. Verhaspelt das denn? Oh, jetzt aber nochmal zu euch, Leute, denn bevor wir in die andere Stadt gehen, will ich sagen, beenden wir ohne Maus im Bild diese erste Folge des Let's Plays Pokémon Quartz. Wir sind schon ziemlich weit gekommen, haben ein Trassler, sind jetzt in der Wolkenstadt. Da ist irgendein Pedo. Und ich sag euch mal, tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Wie gefällt euch das Spiel? Was erwartet mich noch? Nicht so viel spoilern, aber ein bisschen vielleicht schon. Finde ich immer ganz gut. Und ja, sagt mir einfach mal eure Meinung über das Spiel bisher. Findet ihr es gut oder schlecht? Findet ihr es gut oder schlecht? Findet ihr es gut oder gut? Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal, ohne dass ich die Aufnahme unterbreche. Tschüss denn.